Unser guter alter Bahnhof Höllbeck. Ja, weil, oh Gott. Diese schöne, langgezogene Bahnstrecke. Das wird wieder sexy. Ist das nicht immer das Spiel, wo ich, wenn ich verteidige, der Gegner froh ist, wenn er ein Haus erobert kriegt, während ich immer beim letzten noch drum mecker, dass ich nicht genug Spawns hatte, um anzugreifen? Ja, ja, ich erinnere mich. Und natürlich, wir müssen das von dieser beschissenen Seite auch noch einnehmen. Schön oben rüber. Von da aus stehen können, wäre super. Dann müsste auch jedenfalls Deckung versprechen. Oh Gott. Ja, ich bin hier tot, das war dämlich. Hätte ganz weit nach außen rausrennen müssen. Ich hier eine Kommandozentrale einrichten kann. Los, Leute! Los! Vorwärts! Ziemlich offensichtlich, aber was soll's. Probieren wir es mal von hier. Oh Mann, du bist tot. So wie du da stehst. Ja, guck mir nicht so an. Allerdings, wenn kein Gegner da ist, kriege ich natürlich das Ding auch eingenommen. Das ist schon ein ganz schlechtes Zeichen, wenn wir nach 2 Minuten... Ach ja, Atombombe. Alles tot. Ich weiß nicht, ich habe in diesen Spielen immer unglaubliches Pech. Es ist der Wahnsinn, wie viel bei mir immer schief läuft und ich das Spiel trotzdem gewinne. Es will keiner wissen, wie es abgeht. Ja, wenn es mal glatt läuft. Hat's doch nicht genug! Ja, war zu offensichtlich. Wir brauchen Können wir noch Artillerie machen? Scheiße, gerade ich geh trotzdem mit hin. Noch hätten werfen können. Wenn wir mal Deckung wegen nur werfen können. Meine Artillerie runter. Langer Weitwurf. Ah, ah gut. Schade. Wäre schön gewesen, wenn er genau angekommen wäre. Kam man nicht. Schade. Wir hätten den Posten da links gut gebrauchen können, weil du kannst von da aus eben halt gut reinschießen. Aber wir sind gut dran. Wenn es auch bei mir wieder beschissen läuft. Ganz cool, keine Panik. Schlecht verteidigt vom Gegner. Zum Glück. Warte, in 3 Minuten. Das zweite beschissene Haus. Ah, wenn sie die Wand hier vorne gut verteidigen, das sage ich jedes Mal, wenn ich von der Seite komme. Wird's verdammt enge. Hoffentlich hat der mich nicht gesehen. Einfach beten. Wenn mich einer sieht, war es das. Jetzt funktioniert super. Oh, Kommandozentrale eingerichtet. Mach den Weg kürzer. Ich weiß nicht, ob es reicht. War schön, wenn er die Wand wegsprengt. Aufgehen. Hier wird mit Einsatz gekämpft. Da schmeißt man sich rein. Sehr gut. Wenn wir noch Artillerie kriegen, kriegen wir es. Schöner Posten hier.
danach? Nein. Sehr gut. Nur noch kurz abwarten. Wenn ich jetzt Artillerie setzen kann, haben wir gute Karten. 25 Sekunden. Bitte dumm enden. Ich hoffe, das ist. Sekunden. Ich rufe die Artillerie! Verstanden! Jetzt oder nie! Feuer! Nicht mehr lang. Ja, gleich kommt die Artillerie. Jetzt! Jetzt müssen wir rein! Aber irgendwie trifft die wieder nix. Okay, jetzt holen wir uns heute mal einen Rückhand. Mörser. Ungefähr 85 Meter Feuer. Wenn wir jetzt reingehen, haben wir gute Karten. Ja, genau darauf wurde ich gesetzt. Natürlich! Der Cheating Tank, weil was anderes ist es nicht. Das braucht mir kein Mensch erzählen, dass der bei uns in der Basis stehen darf. Der mich auch sofort sieht. Leck mich. Drecksack. Es ist einfach, dass der in unsere Basis fahren kann. Weißt du, das ist immer hinter der letzten Kampflinie. Und dass er natürlich auch weiß, dass man da ist. Kein Problem. Scheißegal, ich weiß, wo ihr liegt da hinten. Alle Punkte sind immer unter Kontakt. Warum? Wo ist der Gegner? Ich müsste jetzt über rechts rangehen. Links haben wir. Also. So, fast. Du willst mir jetzt also sagen, du hast es. Wir sind in Position. So viele wegwählen, wie ich kann. Reinhalten. Wasser kriege ich nicht. Es ist halt, ne? Ja, wir kriegen den Zulauf hinten nicht dicht. Na, wir sind alle nach vorne, sind alle mit dran, aber unendlich Spawns kriegst du halt nicht abgeschossen. Wenn ich hier noch aufstehe, es bringt nichts mehr. Na gut, man kann auch mal Glück haben. Sie haben mich erwischt! Einfach nochmal reinhalten. Ich habe auch wieder eine ungünstige Verteilung von meinen Dings. Den Artillerie hätte ich jetzt nochmal gut gebrauchen können. Den Mörser kriege ich natürlich als letztes. Ja, da wo ich nicht mehr brauchen kann. Es ist halt wieder mal für mich so schlecht gelaufen. Der Panzer fährt hier rein und schießt den Mörser ab. Ja, also wie oft kommt das vor im Spiel? Ich würde sagen, bei 100 Spielen vielleicht, ja, das war das eine Mal. Dass der durchfährt bis in die Basis und quasi als Nahkampf. Wer hat denn jetzt schon wieder meinen
Funker abgeschossen. Das ist einfach immer wieder geil. Ich will Artillerie machen, Funker tot. Genau im richtigen Moment. Genau so, wie man das haben möchte. Wir geben uns alle Mühe, wir sind alle dran, wollen kämpfen. Ich wüsste, von wo der Gegner kommt. Schrägen Winkel rechts. Sieht gut aus. Der war jetzt extrem wichtig, dass wir da durchgekommen sind, so schnell. Es kam auch keiner. Entweder wurde alles niedergemäht oder... Ah. Ah, die standen alle da, wo ich nicht wieder gerechnet habe. Und jetzt werden wir natürlich knallhart dafür bestraft. Ja, jetzt werden wir hier richtig schön niedergemäht. Jetzt der Granate noch werfen. Hier über den Haufen schießen. Auf die Granate werfen. Versuchen nochmal rüber zu kommen. Kommandozentrale ausschalten hier vorne. Jetzt bin ich fällig. Der kleine Balken gibt mir nicht ordentlich Deckung. Wieder Schuss durchs Gemüse von dem Bot. Panzer, ich müsste den spotten, das wäre wichtig. Unsere Gruppe hat begonnen, einen Kontrollpunkt zu erobern. Du eroberst einen Kontrollpunkt. 2 gegen 2, 1 gegen 1, ich komm raus. Scheißegal. Keine Verstärkung da, das sieht verdammt schlecht aus. Nächste Achtung, die Kommandozentrale. Ich muss das spawnen, wir brauchen das. Gleich nach hinten raus. Und wieder den Funker. Weltklasse, wirklich. Das ist wirklich... das kannst du eigentlich nur noch mit Cheaten erklären. Das kann nicht sein, dass wirklich alles... immer so dumm läuft. Dass wir da Pech haben. Aber so ist es halt. Ich will noch einen zweiten Posten aufbauen, damit wir wenigstens ein Backup haben. Eine zweite Kommandozentrale. Spawnposten. Mit ein bisschen Deckung im Vorfeld. Kommen wir mal noch mit. Der Panzer darüber kommt, dann wäre echt ein Problem. Wenn wir den reinkriegen, haben wir gute Karten. Der steht da Bombe. Schießen auf alles, was geht. Artillerie geht runter. Posten ist keiner mehr da. Wir kommen alle von rechts. Ja, das ist
Kann gut sein, kann nicht gut sein. Wenn ich heute auch nochmal Artillerie machen dürfte, hätten wir vielleicht Chancen. Aber ich muss jetzt schon laufen, 6 Sekunden. Artillerie! Feuer! Brauchen wir es noch? Jetzt scheint nicht mehr, nein. Los, Jungs, nur noch ein Kontrollpunkt übrig. Ich versuche meinen Pionier noch zu retten. Kämpfen die gut, auch wenn ich wieder mal nicht ins Spiel reinkomme so richtig. Erste Zentrale hier. Bevor ich hier drauf gehe. Ich bin mal auf Sicherheit. Ich bin zweiter, obwohl es überhaupt nicht läuft, ne? Aber so gar nicht. Sicherheit. Wie hat er mich denn da hinten getroffen? Das kann ja nur ein Bot gewesen sein. Wir schießen uns von da ab wie die Hasen. So ein Glück, dass ich hier laufen muss. Drinnen Verein. Das ist egal. Weiterlaufen. Essminen legen, egal was geht. Hauptsache Minen. Ah, natürlich ist das wieder so dumm gelaufen. Es ist einfach der Wahnsinn. Der Gegner hat eigentlich alles Glück der Welt, um dieses Spiel ganz locker zu gewinnen. Ne? Weil eigentlich nichts funktioniert bei mir. Ja, alle wichtigen Sachen gehen komplett verloren. Die Artillerie bringt nicht viel, weil alle sind im Haus. Ja, jetzt könnten wir nochmal Glück haben. Dürfen wir vielleicht nochmal Glück haben. Du musst jetzt mit reinkommen. Ich weiß nicht, von wo ich hier weggemäht werde. Der steht auf offenem Feld und macht uns da alle nieder. Auf offenem Feld, da stehen tausende Leute drumrum. Wir können natürlich wieder nicht spawnen. Er schafft es natürlich. Ich sage ja, Gottlob, das Spiel ist verloren. Ja, also, das ist der Wahnsinn. Wirklich, ohne Cheat für mich so gut zu spielen, nicht machbar. Ja, zu wissen, wann, wo, was direkt im richtigen Moment passiert. Egal, ob da eigene Leute liegen. Ey, da verlieren die das. Das ist echt so peinlich. Das ist so peinlich, wirklich. Wenn man den Spielverlauf gesehen hat, wir wurden eigentlich nur. Ich wurde nur wieder an die Wand geschossen. Ne? Es hat alles funktioniert beim Gegner. Wie kann man das verlieren? Und ich werde so noch bester Spieler. Überleg mal, wenn das bei mir läuft. Ne? Das sage ich gerne.
Ja, überleg mal, wenn das läuft. Dann habe ich hier 8.000, 9.000 Punkte. Ja, klar kriege ich mit am meisten auf die Fresse, ne? Es ist halt. Aber ich kam heute einfach nicht in den Punkt rein. Das hat er mit übernommen. Ja, das ist so ein Wechsel zum anderen Spiel, wo ich eigentlich nur einen Punkt stand und nichts erschossen hat. Diesmal war ich eigentlich der Killer vorne. Ja, eigentlich war ich auch der Baumeister. Und ja, aber es ist halt, es ist Wahnsinn, ne? Es ist, wie dumm das laufen kann und man trotzdem dann am Ende noch gewinnt. Ich meine, ich habe alles reingeworfen. Es war jetzt wichtig, zum Ende den Wagen da zerstört zu haben. Ja, aber das hätte wahrscheinlich auch jeder andere gekonnt. Und dann waren wir alle im Punkt. Und das Spiel war tatsächlich noch. Also ich hätte geglaubt, wir verlieren es.